Oh Gott, dieses Spiel. Reparieren wir erstmal wieder. Und da drüben war noch was. Re-Paro. Ist ja fast schon wieder meine Leiste voll. Und ja. Und ein schöner Springbrunnen. Einfach schön. Und gleich noch mehr XP. Die werden ja echt hinterhergeworfen. Das ist eine richtige Inflation. Okay, halt ein paar Pflaumen da rein. In den Korb. Auch sinnfrei. Und Birne. Und rein hier. Reicht das schon? Noch nicht, einer noch. Okay. Und reiner. Ah, oh. Es schwebt den Korb durch die Gegend. Ich gebe dir voll den Korb, Alter. Mal sehen. Sonst noch was hier? Nicht in Ordnung. Endlich mal ein Innenhof, wo die Bänke keinen besonderen Zweck erfüllen. Yeah. Noch eine epische Einstellung. Und ich weiß wieder, wo der letzte Wasserspeier war. So. Diese Wasserspeiersuche gibt einem auch wirklich die Chance, nochmal Hogwarts richtig zu erforschen und noch mehr Quests zu finden. Mal ohne, dass man weiß, dass es das gibt, also auch ohne Vorkenntnis des Films, kommt man hier wahrscheinlich nicht sehr weit. Na, wer kennt die Szene noch? Bams! Voll ins Gesicht, Draco! Zum Erforschen unterdrücken? Wozu? Weißt du noch, als du Draco umgehauen hast? Ja, das hat gut getan. Sein blödes Gesicht werde ich nie vergessen. Das ist... Okay. Da ist manchmal Zeug drin versteckt. Tja, egal. Ach, da hinten sitzt doch ein Rabe. Die verscheuchen wir. Und hoch hier. Oh, ah. Du hast einen von Fred und George verstecktes Paket gefunden. Die Dinger gibt es ja auch noch, die lungen hier rum. So, hier hoch. Das ist die Eulerei. Im sechsten Teil ist dann auch das Quidditch-Feld wieder implementiert. Und dort kommt man dann über so einen Hintereingang, so einen hinteren Eingang von der Eulerei, kommt man dann zum Quidditch-Trainingsfeld. Hm? Hä? 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 Oh? Was jetzt? Egal, erstmal die Ratten aus diesem Korb und damit die Eulen gefüttert. Einfach weil sie da sind. Na gut, dann nicht. Sag mal. Magst du etwa keine Ratten? Also normalerweise ging das, naja. Tja, schade. Eigentlich, das ist jetzt echt blöd gerade. Das ist jetzt... Ach komm, mach keinen Stress. Dann kann man Harry mit der Maus echt gut aus dem Konzept bringen. Also, dass sie nicht irgendwann müde wird oder so. Und was haben wir denn da? Oder wen haben wir da? Da ist Ernie. Wir haben ihm noch nichts von dem DA-Treffen erzählt. Aber wetten, er weiß es trotzdem. Also hier in Hagrid's, also um Hagrid's Hütte kann man richtig viel Zeugs entdecken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal doch direkt auf Tour, nicht wahr?
schleichen erstmal diese blöden Rahmen hier weg. Und finden Tierspuren. Zum Erforschen. Enterdrücken. Du hast eine neue. Greifabdruck. Du hast eine neue Tierspur entdeckt. Okay. Und wie lang gehen? Was passiert dann? Nichts. Dort ist das Ende. Im sechsten Teil kommt man ja von da, wenn man vom Hogwarts Express kommt, vom Bahnhof Hogsmeade. Wingardium Leviosa! Defuso! Fang wieder. Ein Kürbis, warum auch nicht? Patsch! Ja klar, wem passiert das nicht? So, das Paket nehmen und runterholen. Du hast noch eins von Fred und George versteckt Paketen halt. So, die brauchen nicht mehr die Kürbisse. Ich versuche jetzt mal diesen Knochen anzuwählen. Aber die fangen einfach mal gefüttert. Kürbisse. Wingardium Leviosa! Ist ja nicht gut, was die hier machen, die Kürbisse. Was haben wir hier? Eine Gießkanne. Ah. Oh. Schlagen wir mal wieder mal schön übers Gesicht. Na. Och man, jetzt habe ich weggeklickt. Aus Versehen, weil ich hingehen wollte. Schön erstmal voll daneben. Okay. Hier ist noch was. Ich sagte, hier ist noch was. Hier ist noch was. Na komm. Okay. Und yes. Oh, gut gemacht. Wir haben den grünen Daumen. Unser Daumen ist das einzige, was grün ist. So, zielen. Und ein verstecktes Paket. Und einfach ein Stück näher ran. Ist ja nicht so, dass man hier einfach Aktion wirken könnte, ne? Wie hier zum Beispiel. Also die Pakete sind mit der Zeit nichts Besonderes mehr, wenn du von anderen welche kriegst. Neue Tierspuren, hey. Du hast eine neue Tierspur entdeckt. Welches Tier ist denn das? Weiß nicht. Hier zum Erforschen. Wenn sie Fußspuren hinterlassen. Entspricht sie also nicht meiner Fantasie. Toll, und Myrte, du hast hier... Du hast hier die ganze Sequenz versaut, ja? Also, er wollte sagen, wie sie Fußspuren hinterlassen, dann springen sie nicht meiner Fantasie. Gemeint sind die Testrale, die ja unsichtbar sind. Und wir haben einen neuen Pokal erhalten, nämlich den Tierspurenpokal, weil wir jetzt die alle drei versteckten Tierspuren gefunden haben in Hogwarts. Das ist doch der einfachste Pokal von allen. Fred und Georges Kisten ist derzeit einfachste. Und da sind Kröten, die werden wir mal verscheuchen. Und hier haben wir eine Sequenz freigeschaltet. What the fuck is that? Und Entdecker-Level 10 abgeschlossen. Meine Fresse, wie schnell das immer geht. Das ist so unglaublich. Wohin starrt denn Looney Lovegood? So, jetzt kommt hier noch eine schöne Quest. Richtig schöne Quest. Langwierige, anstrengende, schöne, scheiß Quest. Hallo. Oh, hallo Ron.
Willst du die Testrale füttern? Was ist ein Testral? Dort hinten. Luna, wir haben einen Raum für unsere DA-Treffen gefunden. Ich muss erst das Fohlen füttern. Es ist wirklich ängstlich. Es wird wohl nur mit den Erwachsenen näher kommen. Okay, füttern wir sie. Bringen wir das Futter auf den höchsten Punkt der Lichtung. Du hast noch 3 Aufgaben abzuschließen. Das ist für den Thomas, die Wasserspeiersuche und Fragezeichen. Was ist denn noch aktiviert? Ach ja, die Petal-Zwillinge. Genau. Na dann. Komm mal her, Futter. Apropos Futter, du siehst echt scheiße aus. Toll. Warum lasst ihr so früh los? Gib das Futter hoch. Hey, ja. Brauchst du Hilfe? Ja, ist nicht schlecht. Wenn wir das Fleisch auf den Hügel kriegen, what the fuck? Alle sicher kommen. Für die Steuerung habe ich mich noch nicht aufgeregt, oder? So, da in die Kuhle. Gib das Futter. Cool. Nur noch ein bisschen. Bleib da, bleib da, bleib da. Okay, in Ordnung. Scheiße ist immer, wenn du dich bewegen musst und gleichzeitig mit dem Zauberstab wiegeln. Also um jetzt... Das hat sich echt scheiße angehört. Und nein, wie, du rollst hier runter. Ja. Und natürlich dreht Harry um und dauert Ewigkeit, bis er seinen Zauberstab gezogen hat. Ich will hier aber nicht... Oh. Boah, die Steuerung ist scheiße. Ihr habt immer richtig Mist gebaut. Soll ich dir helfen? Schade, dass man nicht wie im 6. Teil die Finger auch hochschnipsen kann. Also alle Gegenstände, die man so anfasst. Wenn wir das Fleisch auf den Hügel kriegen, werden die Testrale sicher kommen. Jerry läuft noch ein riesiges Stück weiter, nachdem ich aufgehört habe, die Laufentaste zu drücken und meinen Zauberstab schon gezückt habe. Also... Du bist in der Nähe der Lichtung. Warte, bis die Testrale hinabfliegen. Ist vielleicht realistisch, aber uncool zu spielen. Das geht gar nicht. So, ich hoffe mal, das reicht. Jetzt. Gut so. Du bist fast auf dem Hügel, Harry. Hä? Du machst sie nervös. What the fuck? Wo ist das Futter hin? Wie kam es da runter? Wie? Wieso kann ich... Zucker! Soll ich dir helfen? Gut, dass hier wenig fremdsprachenversierte Leute zugucken. Sonst wäre das jetzt bei echt nicht jugendfrei. Wenn wir das Fleisch auf den Kuchen kriegen, dann alle sicher kommen. Er wählt immer das aus, was ich eigentlich gar nicht ausgewählt haben will. Von den Sachen, die man hier auswählen kann. Komm schon. Na bitte. Meine Fresse. Nein, wieso lasst ihr los, ihr asozialen Assis? Na komm. Hopp. Wie viele Schimpfwörter ich auch verwende, ja? So eine richtige Fäkalsprache ist. Ist ja eigentlich auch nicht schön. Du bist in der Nähe der Lichtung. Warte, bis die Testrale hinabfliegen. Und hochnehmen. Ich will nicht wissen, wie lange das gerade gedauert hat. Wahrscheinlich riechen sie das Blut. Kannst du jetzt zum DA-Treffen kommen? Entscheide du, was wir machen. Ja, die Antwort, die passt perfekt. Irre. Muss sie unbedingt dabei sein? Ja. Muss sie. So, da haben wir auch das endlich beendet. Na, endlich. So, was mache ich jetzt? Ich renne jetzt hier einfach weiter lang. Den Zachary spreche ich jetzt nicht mehr an. Ich mache eine Aufnahmepause. Bin nicht so bekloppt und setze mir meine ganzen Nerven aufs Spiel. Apropos, nervend.
Ah, 100% entdeckt von Hagrids Hütte. Cool. Ich werde eh gleich wieder im Raum der Wünsche respawnen, wenn ich die neue Aufnahme gestartet habe. Das ist egal, ob ich ihn jetzt anquatsche oder nicht, weil ich werde jetzt definitiv meine Aufnahme Pause machen.